Hallo Aiwa und herzlichen Glückwunsch. Es hat zwar 3 Jahre gedauert, bis ich diese Perle gefunden habe, aber ich darf dir zum schlechtesten Stück Musik gratulieren, das jemals die Ehre hatte, von einem professionellen Orchester aufgeführt zu werden, und das zum luxemburgischen Nationalfeiertag. Wobei, ich gebe zu, den Nachweis zu erbringen, dass Musik schlecht ist, ist nicht leichter als der Nachweis, dass nicht doch menschliche Hilfe der KI unter die Arme griff, um doch noch aus nichts, so definiert doch mancher Kreativität, noch etwas zu machen. Also, ist das schlecht? Eine pathetische Geste, aber nicht ansatzweise ein musikalischer Einfall. Man kann sich kaum vorstellen, dass aus einem Stück, das so beginnt, noch etwas werden kann. Aber geben wir das Stück nicht nach den ersten 2 Takten auf. Vielleicht geht es ja doch besser weiter. Ups, das war's schon. So richtig Schluss. Danach kommt bereits was anderes. Bisher wurde also aus nichts nichts gemacht. Die Harfe und das Crescendo tun zwar so, als wäre was, aber der berühmte Chomsky-Satz: Farblose grüne Ideen schlafen wütend, lässt sich auch pathetisch vortragen. Was jetzt kommt, ist eine Art Begleitung ohne Melodie, aus nicht verständlichem Grund 6 Takte und nicht etwa 4 oder 8. Wenn jetzt eine interessante Melodie über diese zugegebenermaßen, naja, nicht dolle, aber jetzt auch nicht ganz verunglückte Akkordfolge käme, wäre ja was gewonnen. Stattdessen eine Art musikalischer Doppelpunkt, so eine Art Aufpassen, jetzt kommt's. Viel platter, aber im Prinzip wie in einer frühen Verdi-Oper. Wer ein bisschen Musiktheorie betreibt, wundert sich. Wir waren im Takt vorher doch schon auf der Dominante. Wieso wird sie jetzt so aufgebauscht? Jetzt wurde gewissermaßen schon 3-mal behauptet, dass jetzt käme, worauf alle warten, die erste musikalische Idee. Das soll sie jetzt sein. Immerhin, ein richtiger Themenkopf, ein Motiv, nicht besonders charaktervoll, aber es kommt ja nur darauf an, wie es weitergeht. Im Bass könnte ein bisschen mehr los sein. Naja, hübsch. Ein bisschen merkwürdig, dass der Bass sich schon wieder absolut nicht von der Stelle bewegen will. Hat auch nichts mit den 2 Takten davor zu tun, aber ja, hübsch. Aber die Fortsetzung ist jetzt wirklich total willkürlich. Und schon wieder dieser Doppelpunkt, nur ohne Generalpause. Und die Dominante wurde schon wieder sinnlos zu früh vorweggenommen. Aber jetzt endlich das Hauptthema in voller Pracht und Schönheit. Oh Gott, 13 Takte. Wieso um Himmels Willen genau 13? Die ersten 4 Takte waren ja brauchbar, aber was dann an gesammeltem Schwachsinn ausgeschüttet wird, lässt sich auch nicht mit der Wiederholung der 2 schönsten Takte des Stückes retten. Wir erfahren ja aus dem entsprechenden TED-Talk, dass man die KI von Aiwa mit 30.000 der größten Werke der Musikgeschichte gefüttert habe, aus denen dann ihr tiefes neuronales Netzwerk das Komponieren erlernte. Wie doof muss eine KI sein, die daraus nicht einmal die einfachsten Muster des Melodieaufbaus erkennen will? Frage? Antwort? Wiederholte Frage? Intensivierte Antwort? Oder 2 Takte?
zwei Takte, vier Takte. Von Motivabspaltung oder Verkürzung wollen wir hier gar nicht reden. Und der Bass. 30.000 Partituren studiert und nirgendwo bemerkt die KI, dass der Bass ab und zu mal was anderes macht als Tonwiederholungen so gut wie immer auf dem Grundton? Im dreifachen Tempo wäre es wenigstens Punkmusik. Natürlich kann man jedes einzelne Motiv irgendwie schön finden, aber offenbar kann diese KI nicht mehr als zwei Takte am Stück sinnvolle Musik machen. Offenbar gibt sie auch auf und wiederholt wieder die Begleitung ohne Melodie. Klingt irgendwie unvollständig. Kein Wunder, schon wieder eine krumme Periode. 7 Takte. Offenbar hat die KI schon wieder den Überblick verloren. Dieselben 7 Takte jetzt mit einer dramatischen Achtelbewegung, auf die schon wieder dieser Doppelpunkt folgt, aber jetzt verlängert um einen Oboenton. Und jetzt die ersten 4 Takte des Themas in Dur in halbem Tempo als Erbauungskitsch, mit dem man noch missgünstigste Satire übertrifft. Fällt einem am Bass etwas auf? Den Rest erspare ich uns. Versprochen, es sind nur noch Wiederholungen, die im Arrangement noch ein bisschen gepeppt werden und an Peinlichkeiten noch zunehmen. Man hat das Gefühl, man hört eine Rede, in der man die ganze Zeit mit den erbärmlichsten Plattitüden zu erbaulichen Gefühlen aufgefordert wird. Zum Fremdschämen. Man kann von Glück reden, dass die Zeit, die nötig ist, dieses Stück zu proben, kürzer ist als die Aufführungsdauer. Als Orchestermitglied müsste man sonst verrückt werden. Vielleicht sollte dieses Machwerk auch nur von einer KI gespielt werden, noch besser, auch nur von einer KI angehört. Aber irgendwie komponieren kann die KI, ist das nicht ein beachtlicher Schritt? Was heißt hier können? Wenn man zugesteht, dass diese KI genauso komponieren kann wie jemand, der komponiert, aber überhaupt nicht komponieren kann, und man das als Können bezeichnet, dann ist es immer noch kein beachtlicher Schritt. Natürlich sind wir ja erst am Anfang. Die neuronalen Netzwerke sind von einer explosiven Lernfähigkeit und wenn man jetzt schon so weit ist, dann in so und so vielen Jahren, man hat dem Schach ja auch erst gedacht und so weiter. Dass es bezogen auf künstlerische Kreativität ein paar grundsätzliche Probleme gibt, darauf möchte ich mit in der Beschreibung verlinktem Material aufmerksam machen. Zu komponierender KI würde ich den Entwicklungsstand wie folgt beschreiben. Es ist, als hätten wir ein Schachprogramm so weit, dass es die Figuren regelkonform übers Brett ziehen kann. Es ist ihm aber beim besten Willen nicht beizubringen, dass die Züge des Gegners auch etwas mit dem Spiel zu tun haben. Dass es am Ende ums Mattsetzen geht, will die KI erst recht nicht verstehen. Alles, was ich bisher gefunden habe, hält jedenfalls einem kritischen Blick nicht stand. Behauptete Erfolge bei Experten sind nirgendwo glaubwürdig dokumentiert. Und, liebe KI-Leute, und deswegen beschäftige ich mich damit, es gibt Bereiche, da seid ihr super. Übersetzungsprogramme haben mir eine ganze Welt eröffnet. Aber wenn der Glaube an die KI zu Okkultismus bis hin zu Götzerei wird, mache ich mir ernsthaft Sorgen, dass ihr euch in der Rolle einer Priesterkaste seht, die die höhere Macht befragt, um dann in ihrem eigenen, der KI-Leute-Sinne, Antworten zu verkünden. Und schlechte Musik ist keine Kunst.